Was ist ein Aufhebungsvertrag? Ja, wie der Name schon sagt, geht es darum, ein Arbeitsverhältnis aufzuheben, also zu beenden. Und Vertrag, das heißt immer im gegenseitigen Einvernehmen. Keiner kann ja mit sich selber einen Vertrag abschließen, sondern ja, da ist sozusagen ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Konkret Aufhebungsvertrag. In aller Regel einigt man sich in diesem Fall über die entsprechenden Modalitäten. Wann endet das Arbeitsverhältnis? Gibt es eine Abfindung? Wie sieht es aus mit Urlaub? Also sprich, in so einem Aufhebungsvertrag wird all das geregelt. Das Problem, was die meisten Arbeitnehmer mit so einem Aufhebungsvertrag haben, ist das Arbeitslosengeld. Denn schließt man einen Aufhebungsvertrag ab, dann droht durchaus eine Sperrzeit des Arbeitsamtes von bis zu 3 Monaten. Denn tatsächlich kann man natürlich ganz gut unter Umständen argumentieren von Seiten der Agentur für Arbeit, dass man in einem solchen Fall quasi den Verlust des Arbeitsverhältnisses selbst verschuldet hat. Man hat ja quasi sich einvernehmlich mit dem Arbeitgeber darauf geeinigt, dass das Arbeitsverhältnis beendet ist. Wenn ihr also in einer solchen Situation seid und mit einem Arbeitgeber über einen Aufhebungsvertrag redet, dann ist das eine der Situationen, in denen ich euch sage, hey, ihr braucht nicht immer einen Anwalt, aber hier würde ich mir definitiv einen gönnen. Ansonsten, der Arbeitnehmer, der zieht oft den Kürzeren, weil der Arbeitgeber, der ist natürlich top beraten und da solltet ihr einfach auch wegen der Chancengleichheit euch auch einen Anwalt gönnen.